Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Pioneers of Pagonia. Ich würde wahnsinnig gerne hier so eine Schatzkammer bauen, damit wir halt die Kampfkraft unserer Leute entsprechend steigern können. Aber, für eine Schatzkammer brauche ich Silber oder zumindest Kupfer. Kupfer wäre auch eine Möglichkeit, um Kupfermünzen herzustellen. Ich könnte eine Münzprägerei machen für Kupfermünzen und dann halt das Ganze in der Schatzkammer einlagern. Wäre vielleicht eine Überlegung wert. Wir haben ja Kupfer. Da sehe ich schon. Also den Stein, da habe ich da. Frage, würde ich das überhaupt hier abbauen können? Bezüglich einer entsprechenden Einrichtung? Ich habe Kupfertage an Bruchstelle. Wo habe ich die denn? Ach was. Okay. Und da wird auch noch eifrig Kupfer abgebaut. Ich habe Kupfer. Okay. Wo wandert das denn jetzt hin? Irgendwo wird es gebraucht. Oder wurde es gebraucht oder so? Muss mich aber schwer am Überlegen. Moment mal eben. Kupfer. Was brauche ich Kupfer? Außer jetzt für Waffen. Münzen, ist klar. Hier wird ja irgendwo irgendwo hingebracht. Ach so. Moment. Ich habe ja Rüstungsschmieden. Aber werden die nicht erst beliefert, wenn die die Sachen brauchen? War das nicht so? Augenblick mal eben. Kunstschmiede, Rüstungsschmiede. Habe ich nicht mehr als zwei? Nicht im richtigen Spiel. Ach ja, Rüstungsspiel, Waffenspiel. Ja. Jetzt bin ich. Fängt schon gut an. Ich bin voll konzentriert. Ich bin vollkommen bei der Sache. Rüstungsspiele. Moment, Umliko. Da nie Werkzeug. Waffen. Nee. Schmiede an mit Rüstungsschmiede. Nee. Komischerweise. Obwohl ich hier kein Bronzeschwert in Auftrag gegeben habe, sind hier erstmal 16 Einheiten Kupfer abgeliefert. Ich erinnere mich dann an eine Schneiderei, wo das nicht so war. Ne? Wir hatten da das Problem, dass ich immer die Schneiderei angeguckt habe, ob da Leder ankommt, damit ich irgendwie, ich weiß nicht mal, was es war, wahrscheinlich Rüstungsgegenstände irgendwie bauen könnte. Das hat ja nicht funktioniert. Bis ich dann gesagt habe, hier, ne, mach mal das, und dann ging es dann auf einmal los. Hier läuft das wieder anders. Hier habe ich auch 16 Einheiten Kupfer, die ich im Prinzip nicht brauche. Die sind alle voll mit Kupfer hier, die Einrichtungen. Okay. Wird sonst noch irgendwo Kupfer benötigt? Irgendwo wird gekämpft. Und zwar massiv. Da ist ein verdammter Bandit durchgesetzt und meine Wachen hier reduziert. Das finde ich gar nicht gut. Okay. So, ich war auf der Suche wegen Kupfer und so. Moment, Umblick. Werkzeugschmiede, die machen doch nur. Da wird doch nur Eisen verarbeitet. Bin mir relativ sicher. Nee, der nimmt auch Kupfer. Aha, interessant. Okay. Verwendet die aktivierten Metalle für die Herstellung von Werkzeugen. Kann ich da irgendwas? Also greift er entweder auf das eine oder andere zurück, je nachdem, was er hat oder so. Okay. Ich würde ganz gerne nochmal so 5. Sagen wir mal. Das heißt, dann wird also hier entsprechend das Kupfer verwendet, weil Eisen hat er nicht. Ich habe mich nämlich schon immer gewundert, ne? Das sind ja hier im Prinzip Metallwerkzeuge. Ne? Also hier so eine Axt, aber auch hier so die Zange und so weiter. Da wird immer angezeigt, Laubholz, Kohle, ne? Und
klar, ne, um das entsprechende Metall zu schmelzen hier, ne, das Rohmetall hier, in dem Fall. Also vermute ich mal, dass das da der Hintergrund ist. Und dann halt, ja, welches Metall verwendet er denn? Ja klar, Kupfer verwendet er. Alles klar, okay, weil auf Eisen kann er nicht zurückgreifen, weil das ist nicht in entsprechender Menge vorhanden. Ich könnte Folgendes versuchen. Bevor ich jetzt hier wieder nur rumsitze und nichts tue. Erstmal muss ich mir wieder hier ein bisschen so Übersicht verschaffen. Ich könnte versuchen, Folgendes zu tun. Kunstschmiede, die machen diese Geschichten. Das braucht man nicht. Handelswerk, Stadt, ach hier. Nee, auch nicht richtig. Handelsposten, wo ist denn jetzt wieder die Münzprägerei? Okay. Die hat also verwendet Kohle, Kupfer, Silberbarren, um Kupfermünzen bzw. Silbermünzen herzustellen. So, wenn ich jetzt hier hingehe. Oh mein Gott, sind die Nummer so groß. Nee, nichts bauen. Ich habe keine freie Fläche mehr. Ja, nee, geht im Augenblick überhaupt nicht. Was ist hier mit der Holzfällerhütte? Die ist dicht, deswegen tut sich da nichts. Ich bräuchte mal irgendwie ein Lager. Besser vielleicht zwei. So, du lagerst ein beispielsweise Nadelholz und der soll einlagern Laubholz. So. Werwölfe machen wieder Ärger. Dann. Ein dicker Posten, der hat gar kein Personal mehr. Die bräuchten für die Entdeckerposten Rucksäcke. Die Schneiderei ist im Augenblick nicht beschäftigt. Mach mal so 5 Rucksäcke und dann mach mal wieder so ein paar Rüstungen, leichte Rüstungen. So. Wo wollte ich hin? Ich wollte eigentlich zum Wachturm. So, da sind 3 Leute immerhin von 10 gegeben. Da habe ich 0. Achso, das ist der. Da waren schon mehr. Was geht denn jetzt ab? Hier habe ich 10 von 10. Das sind die. Da habe ich 10 von 10. Immerhin. Da sind nur noch 3. Hallo? Haben wir die Banditen dazu gesetzt oder die Werwölfe? Jetzt ab. Oh mein Gott. Komme ich überhaupt nicht hinterher. Sieben. So, machen wir nochmal so. Okay, das ist ein Fass ohne Boden. Das ist definitiv ein Fass ohne Boden. Und ich komme mit der Produktion, mit den ganzen Waffen nicht hinterher. Ja, das ist schön, das ist gut. Bringt mir noch im Augenblick nichts. Ich gehe mal hier auf. Da schon mal so auf 5. Warte, ich glaube, das habe ich. Rüstungsschmiede. Waffenschmiede, was machst du? Du machst immer noch Silberdegen. So, nochmal so 20. Ja.
weiß gar nicht, ob ich den noch hinkriege. Das weiß ich definitiv nicht. Silbererz haben wir 66, sagt er. Okay. Waffenschmiede. Und da unten ist eine. Und hier hinten habe ich eine. Moment, das ist die. Das ist die. So, die eine ist direkt daneben. Ah, also, ja, das ging ja nicht anders. So, die macht was? Okay, hier ist angesagt Eisenschwert. Und soll ich das eine Eisenschwert noch machen? Und dann versuche ich immer so 10 Silberdegen erstmal so ganz vorsichtig in Auftrag zu geben. Ob das was wird, weiß ich nicht. Kohle, Eisen. Kohle, Eisen. Das sind die Nachbarn. Hier ist mal so gar nichts. Was ist mit der Holzfällerhütte? Da hatte ich gesagt, da alles niedermähen an Holz. Konzentriere dich mal dann so auf diesen Bereich hier. Findet hier irgendwo noch Kohle in der Nähe? Ach, da macht mir so ein Scheiß Bandit-Ärger. Entschuldigung, aber das ist einfach so. Ja. Weitere Kohle sehe ich aber auch nicht mehr bauen können. Die. Es wird wahrscheinlich mehr so sein, dass das, was ich hier noch am Kohlebergbau hatte, dass die schon gar nichts mehr finden oder so. Das ist auch so. Auch nichts mehr auf Lager und so weiter und so fort. Ja, super, dann kann ich das Gebäude hier schon mal einreißen. Weil, das hat sich erledigt. Das hat sich erledigt. Diese neue Animation hier, wie die Gebäude dann so, ne, verschwinden, wenn die eingerissen werden, die finde ich ganz gut. Das sieht ganz nett aus. Ach, Schemel! Ja, sicher! Die sind hier auch noch so dazwischen, so schön. Oh Mann, ja, das ist ja, wird immer besser. Da kommen die Banditen angedackelt. Und hier haben wir dann auch noch die Schemen rumgeistern. Die sind auch noch da in der Nähe. Ja, was kommt denn da hier noch? Ich meine, Diebe ist wahrscheinlich auch klar. Die kommen auch irgendwo da aus der Ecke. Ja, schmeißt mir doch noch mehr vor die Füße. Oh mein Gott. So, da sind, okay, da sind die Wachen. Was habe ich hier? Habe ich jetzt 9 von den Draufgängern. Da ist immer noch nichts. Hier sind es jetzt immerhin 4 von 10. Alter, da machst du dir kein Bild von Eisentagebau. Was ist hier los? Wo du bist? Finden die nichts mehr, oder was? Achso, keine Ressourcen. Ja, der hat also auch nichts mehr. Das heißt, ich kann das im Prinzip stilllegen. Da hat sich das mit dem Eisen erledigt. Da ist nichts mehr. Ein bisschen Kalkstein rum existieren. Das ist es dann aber auch. Da kommt Wahnsinn. 10.000 hier von den Banditen an. Liebe Leute, ich muss ja hier erstmal was aufbauen können, damit ich mich überhaupt zur Wehr setzen kann. Und ihr kommt hier in wahren Scharen und fallt hier über mein Dorf her. Das ist ja wohl nicht wahr. Da hast du dann irgendwie gerade mal so 2 Männchen irgendwie wieder neu dazu bekommen? Oh, dann sind die auch schon wieder weg. 1 von 10. Das geht doch nicht. Moment. Ja, ist wahrscheinlich schon alles zu spät. Ich könnte versuchen, wenn ich denn überhaupt noch einen weiteren Wachturm hinbekomme,
Den würde ich theoretisch hier hinbekommen, nur ich wüsste jetzt nicht, wie ich den jetzt hier noch so wegetechnisch anbinden sollte. Das ist alles dicht hier, da geht nichts mehr. Tja. Ich hätte jetzt versucht, hier noch einen weiteren Wachturm hinzusetzen, der dann mit Soldaten besetzt wird, die dann hier so rum patrouillieren und den Dieben dann, den Banditen auch so ein bisschen das Leben schwer machen. Ist immer so Neugierde mäßig, ob ich das überhaupt hier irgendwo in irgendeiner Form einen Weg hinkriege. Ist das jetzt noch von mir oder sind das schon die Nachbarn? Hier geht schon nichts mehr. Na, kannst du knicken. Komm hier nirgendwo ran. Ja, tolle Wurst. Ganz tolle Wurst. Verbrate hier meine Leute durch diese. Oh nee, da. Hab schon wieder einen Hass, ne? Da habe ich schon wieder einen Hass. Die Abenteuergilde. Könnte ich die theoretisch auch woanders hinsetzen? Habe ich da mittlerweile. Vielleicht die Möglichkeit. Theoretisch könnte ich die hier hinsetzen. Theoretisch. Gerade so von der Ausrichtung her, damit ich da auch irgendwie einen Weg noch hinkriege. Und die ich mal hier so hinsetze. Ist natürlich jetzt, ich habe hier bindet alles nicht, weil dann sind die Sachen hier weg. Wir lassen das mit der Abenteuergilde an der Stelle. Das ist nicht der richtige Weg. Entschuldigung, aber ich habe hier einen Eisentagebau-Gedingse, ne, wo jetzt nur noch 9 Eisen existieren. Abbauen kann ich hier eh nichts mehr, weil kein Eis mehr vorhanden ist. Habe ich die schon deaktiviert? Achso, ist schon, alles klar. Ja. Ist mir da jetzt im Moment echt kein Rat. Ne? Das ist schwierig. Ganz schwierig. Wenn ich mal das Eisenerz da wegtragen würden,
dann könnte ich das Gebäude einreißen und hätte hier wahrscheinlich die Möglichkeit, einen Weg zu bauen. Warte mal. Augenblick. Eisenschwerter, Eisenschild. Mach nochmal 10 von denen. Weil ich wieder hab, das hab ich. So, Waffenschmiede, sehr gut. Wie sieht das hier aus? Die machen Silberdegen, also versuchen das zumindest. Der macht im Augenblick nichts, das ist schlecht. Machen wir so 10 Eisenlands. Oh, nee, Moment, ich sehe es gerade, der macht Silberdegen. Jung. Also würde er gerne machen, wenn er den Silber bekommen würde. Ich sehe keine Silberbarren. Dafür sehe ich aber Eisen hier. Dann macht das mit Silberdegen hier null Sinn. Mach mal Eisenschwerter. Was machst du? Schmiede, die machen tatsächlich im Augenblick nichts. Der hat doch gar nichts, außer Kupfer. Das ist einfach nur tote Hose. Soll ich sie mit Silberdegen versuchen, in der Hoffnung, dass da irgendwann mal Silber ankommt? Ich bin hier nur noch verzweifelt. Also hier läuft es überhaupt nicht rund. Das läuft sehr, sehr schlecht hier. Okay, der Holzfäller ist hier noch mit. Der war hier mit Sammeln beschäftigt. Die sind voll. Ahnst es nicht. Warte mal. Handelsposten. Ich könnte den Holz liefern, Nadelholzbalken, und begebe dafür Smaragd. Okay. Bringt mir aber dann auch erstmal nicht so unbedingt was, weil braucht Silber. Auch kein Smaragd. Oder dergleichen. Ich brauche Silber. Und das sind rauen Mengen. Und die habe ich nicht mehr. Das ist nicht mehr so wahnsinnig viel. Ja gut, hier sind immer noch 66 Silbererz. Warte mal. Schmelzhütte. Okay. Ach so. Ja dann. Wenn das Edel abgeliefert wird, dann ist es egal. Das macht ja dann auch keinen Sinn, dass ich überhaupt nicht. Der ist mir durchgegangen. Das ist natürlich dumm. Moment. Ich bin immer davon ausgegangen, wenn man hier sagt, ne, irgendwie, ich will nur das eine oder das andere produziert haben, dass dann halt auch nur die Sachen dann geliefert werden, die für diese Produktion notwendig sind. Das heißt in dem Fall halt Kohle und Silber. Dass er trotzdem dann beides kriegt. Dann kann man sich das hier auch sparen im Prinzip, weil ich brauche beides.
mir das Gleiche. Kein Wunder, dass ich nicht genügend Silber habe, wenn... weiß ich nicht. Also das ist ein bisschen unglücklich gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da würde ich mir schon wünschen, dass man halt gezielt die Sachen produzieren kann. Also ich möchte da, dass das nur das entsteht in entsprechender Menge und da, dass nur das entsteht in entsprechender Menge mit der entsprechenden Effektivität verbunden. Und dass dann auch nur die entsprechenden Rohmaterialien da angekommen, wenn ich beides geliefert bekomme, wieso soll ich mir dann aussuchen, mach nur das eine oder mach nur das andere? Macht irgendwie dann für mich jetzt keinen Sinn. Nur mal so nebenbei bemerkt. So, das ging schon ohne Sinn und Zweck mittlerweile. Ja, gut. Schwierig. Also ich versuche erstmal hier noch, ne, irgendwie in der Hoffnung, dass ich das Steuer doch noch umgerissen bekomme, erstmal hier mit der Insel weiterzumachen. Ansonsten müsste ich vielleicht mit den Erkenntnissen, die ich jetzt nochmal rausgefunden habe, bekommen habe, entweder komplett neu anfangen oder von einem früheren Spielstand zumindest entsprechend früher dann, also nochmal da einsteigen. Ne? Beispielsweise von der Situation, wo wir da waren, hier mit den Feldern, die wir da errichtet haben, ne, damit also hier Gemüse und Weizen, hast du nicht gesehen, entsprechend abgebaut werden kann, gesät werden kann, geerntet werden kann und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Ja, tolle Wurst. Wieder vollkommen hier daneben gegriffen, ins Klo gegriffen hier, von meiner Planung her. Okay, na gut, ich habe auf jeden Fall wieder schmerzhaft was lernen müssen. Wir schauen mal, wie es hier weitergehen wird. Ich danke für eure Begleitung, für euer Dabeisein. Ich danke für deine Begleitung, für dein Dabeisein. Und wie immer wünsche ich euch alles Gute. Genießt die Zeit.